Der letzte Wille des Verstorbenen, Johann Ulrich Thalmann. Ich, Johann Ulrich Thalmann, vermache mein gesamtes Vermögen, Haus und Grundbesitz, mit lebendem und totem Inventar, alles Bargeld, alle in Papieren angelegte Werte, sowie Mehrheitsanteile von 75% an den Unternehmen der Thalmann Chemie, meinem Sohn Michael, der seit dem Jahre 1943 als vermisst gilt. Da ich davon überzeugt bin, dass mein Sohn noch lebt, soll mein gesamtes Vermögen von meinem Notar, Herrn Dr. Harald Pfeiffer, treuhänderisch verwaltet werden, bis zum Tage der Rückkehr meines Sohnes. Jedoch nicht länger als 15 Jahre, gerechnet vom Tage meines Todes. Nach diesem Tag soll mein Vermögen übergehen auf die Nächsten in der Erbfolge. Zu gleichen Teilen an meinen Bruder Roland, meine Schwägerin Christine und meine Nichte Heidi. Sollte vor Ablauf dieser Frist von 15 Jahren der Tod meines Sohnes Michael von offizieller Seite bewiesen oder bestätigt werden, so treten oben genannte unmittelbar mein Erbe an. Da ich jedoch weiß, dass es noch zu meinen Lebzeiten das Trachten der oben genannten war, meinen Sohn für tot erklären zu lassen, um dadurch in den Genuss des Erbes zu kommen, untersage ich oben genannten jedes Bestreben, eine solche Erklärung zu erwirken. Meine Beisetzung soll wie folgt vorgenommen werden. Das ist nicht mehr wichtig. Und jetzt, 6 Wochen nach dem Tod des Vaters, ist also plötzlich dieser Sohn aufgetaucht, nachdem er über 30 Jahre vermisst war. Vor einer Woche war Herr Thalmann in meiner Kanzlei, um mich davon zu informieren. Und da war auch der Sohn dabei? Der Sohn war nicht dabei. Aber 2 Tage später war ich bei Herrn Thalmann zum Essen eingeladen. Und da war der Sohn dabei? Da war der Sohn dabei. Danke. Ist Ihnen an dem Jungen irgendetwas aufgefallen? Der Junge ist inzwischen fast 50 Jahre alt. Und aufgefallen? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Er benahm sich, wie sich ein Mensch in seinem Alter benimmt. Ganz normal. Ein wenig zurückhaltend vielleicht. Fast ein wenig scheu. Wie spricht er? Wieso? Wie spricht er? Ja, wenn er die letzten 30 Jahre in Russland gelebt hat, dann muss er doch irgendeinen Akzent haben. Akzent? Ja. Er sprach sehr wenig. Aber jetzt, wo Sie es sagen, ja, ich glaube, er hatte irgendeinen seltsamen Akzent. Das könnte russisch gewesen sein. Was macht ein Schweizer während dem Krieg in Russland? Der alte Herr Thalmann stammt aus Deutschland. Er kam erst nach dem Krieg in die Schweiz, siedelte sich in Zürich an und erhielt sehr bald die Schweizer Staatsbürgerschaft. Damals war ich ihm etwas behilflich und seither kenne ich ihn. Und später lernte ich auch den Bruder kennen. Kannten Sie den Sohn auch? Wie soll er denn den Sohn kennen, wenn er seit 43 vermisst ist, Mendli? Ach so, ja, ja. Kann er ja gar nicht kennen. Die hören wohl gar nicht richtig zu, wie? Doch, doch. Zurückhaltender 50er mit russischem Akzent. Hab alles gehört. Und der Sohn tritt also jetzt das Erbe an. Deswegen komme ich zu Ihnen. Ich habe einen Teil der Papiere des Sohnes überprüfen lassen. Sie sind in Ordnung. Aber ich habe trotzdem meine Zweifel an seiner Identität. Ich möchte, dass Sie das in meinem Auftrag überprüfen. Wie hoch ist die Erbschaft denn? Darauf darf ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Aber eines kann ich Ihnen sagen. Ich wüsste nicht einmal, wie ich die Zinsen ausgeben sollte. Dann müssten Sie halt gut nachdenken. Wie meinen Sie? Wenn Sie der Erbe wären, natürlich. Verstehen Sie sich eigentlich gut mit Herrn Thalmann? Dem Bruder, meine ich. Ich habe nichts gegen ihn. Er ist natürlich in einer schwierigen Situation. Da er als Bruder nur eine Minderheit von 25% von den Anteilen der Thalmann Chemie besitzt. Und ich gemäß Testament die restlichen 75% verwalte. Daraus ergeben sich natürlich gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Spannungen eben.
Vor allem, weil wir sehr verschiedener Meinung über die Führung des Unternehmens sind. Beantwortet das Ihre Frage? Ich glaube, ich hab's verstanden. Also, wenn Sie den Auftrag annehmen wollen, gebe ich Ihnen die Unterlagen. Es sind Fotos vom Sohn, als er noch ein Kind war, Geburtsurkunde, Schulzeugnisse, Briefe. Und noch etwas. Weder er selbst noch die Familie Thalmann dürfen wissen, dass sie überprüft werden. Dann ist das herzig. So ein liebes Kind, Herr Mendli. Herr Mendli. Herr Mendli. Was ist denn? Schauen Sie. Da sind Sie. Das Foto, Rosa, rasch. Nicht das, ein anderes. Ach, schnell. Welcher ist es denn? Da, wo das Kreuz ist. Und da ist kein Kreuz. Ein Bild war aber dabei, da war er mit einem Kreuz markiert. Na, jetzt sind sie weg. Recht lustig sind die gewesen. Ja. Warum waren die eigentlich so lustig? Erben tut doch nur der Sohn. Die anderen kriegen gar nichts. Wenn ich einen Sohn hätte und der kommt nach 30 Jahren wieder nach Hause, da freue ich mich doch. Rosa, ich habe Ihnen doch erklärt, für die ist das gar kein Sohn, sondern höchstens ein Neffe. Weil der Vater tot ist und nur der Bruder noch lebt. Und der Bruder, das ist ein Onkel. Und die Frau vom Bruder ist eine angeheiratete Tante. Und die Tochter vom Bruder, das ist eine Cousine vom Sohn. Aha. Ja. Und wenn ich ein Onkel bin von einem Sohn, der plötzlich zurückkommt und alles erbt, da freue ich mich gar nicht. Und die Tante und die Cousine freuen sich auch nicht. Wenn also der Sohn lacht, dann hat er allen Grund. Und wenn die anderen lachen, haben die keinen Grund. Ist das klar? Ja. Ist er denn jetzt der echte Sohn? Wie soll ich das wissen, wenn Sie mir dauernd die falschen Fotos geben? Warum gehen Sie nicht einfach da hinein und fragen ihn aus? Wenn er der echte Sohn ist und erfährt, dass er von mir beschattet wird, dann gibt's Ärger. Wenn er aber der falsche ist, dann ist er ohnehin besser vorbereitet als ich. Der kann mir doch erzählen, was er will, und ich kann ihm gar nichts beweisen. Nein, da muss ich mir schon was anderes überlegen. Was machen Sie da eigentlich? Mendli, Max Mendli. Was Sie da machen, habe ich gefragt. Ich mache gar nichts. Ich gehe ein wenig spazieren. Das sehen Sie doch. So. Spazieren gehen Sie. Auf dem Grab von Herrn Thalmann. Ist doch nicht verboten, oder? Außerdem ist das ein sehr schönes Grab, ein besonders schönes Grab. Ich bin da Spezialist in sowas. Ein Grabologe sozusagen. Schauen Sie sich mal diese Büste an. Das ist französischer Alabaster. Sieht man sehr selten. Was soll das sein? Französischer Alabaster. Aus der Gegend von Saint-Emilion-les-Pins. Nicht weit von Courchevel-sur-Mer. Östliches Südfrankreich. Die Büste ist aus Granit. Sag ich doch. Aus Diabas-Granit. Deutscher Granit. Woher wollen Sie das wissen? Weil ich sie selbst gemacht habe. Ah, ein Meisterwerk. Da müssen Sie lange dran gearbeitet haben. Ungefähr 5 Jahre, mit Unterbrechung. Weil der Thalmann nicht immer Zeit hatte. Dann müssen Sie ihn sehr gut gekannt haben, den Herrn... Wie heißt er? Den Herrn Thalmann habe ich besser gekannt als alle anderen. Das war eine Persönlichkeit. Schade, dass so jemand sterben muss.
Hat er Ihnen auch von seinem Sohn erzählt? Woher wissen Sie? Ich wollte nur wissen, ob der Herr auch Kinder... Wer sind Sie eigentlich? Lassen Sie mich doch los. Was wollen Sie hier? Warum sind Sie hierher gekommen? Los, reden Sie! Das Kind in Erstritt verwirrt den Aufsatz, oder? Es kommt Erika schon. Schauen Sie sich das einmal an. Na, und ich sehe nichts. Am Knie, die Narbe. Tatsächlich. Sieht aus wie ein Stern. Wenn er die Narbe hat, dann ist es der richtige Sohn. Wir brauchen uns nur sein Knie anzusehen. Dann wissen wir es. Dann wissen wir es ganz genau. Rosa, wie machen wir das? Wir müssen ihn dazu bringen, dass er sich auszieht. Ja, das sagt sich so leicht. Jeder Mensch zieht sich einmal aus, wenn er ins Bett geht oder wenn er sich badet. Oder wenn er... Ich weiß. Wir locken ihn in ein Hallenbad. In ein öffentliches Hallenbad. Wir schreiben ihm einen anonymen Brief und bestellen ihn dorthin. Möchten Sie noch etwas? Bitte? Ach so. Was ist denn das Billigste, was Sie haben? Spaghetti. Gut, dann nehme ich Spaghetti. Noch eine Tasse Kaffee. Einen gemischten Salat vielleicht. Was ist der? Fahren Sie langsam nach. Mendli, Max Mendli. Erinnern Sie sich, wir haben uns vorgestern zufällig getroffen. Beim Grab von Herrn Thalmann. Ich hätte mich gern ein wenig mit Ihnen unterhalten. Aber ich nicht. Sie haben doch den alten Herrn Thalmann sehr gut gekannt. Ja, und? Morgen Nachmittag ist die Beisetzung der Urne. Da wollte ich Sie noch etwas fragen. Ich wüsste nicht, was Sie interessieren könnte. Auch nicht, wenn ich Ihnen sage, dass der vermisste Sohn von Herrn Thalmann plötzlich aufgetaucht ist. Wer? Liebe Trauerfamilie, verehrte Freunde und Bekannte des Verstorbenen. Wir haben uns heute zu einer Gedenkfeier für den verstorbenen Johann Ulrich Thalmann versammelt. Lange Wochen sind seit seinem plötzlichen Tode verstrichen. Wochen, in denen man fieberhaft nach seinem verschollenen Sohn Michael suchte. Nun, da er unerwarteterweise gefunden wurde, können wir die damals aus Pietät unterlassene Trauerfeier in seiner Anwesenheit nachholen. Das Leben und Wirken des Menschen
steht unter dem Gesetz des Werdens und Vergehens. Was Segatini in seinem großartigen Bilderzyklus anschaulich dargestellt hat, lässt sich in knappen Worten umreißen. Der Mensch wird, wirkt und stirbt. Ich kann sein Gesicht nicht sehen. Während die einen dahinwelken und sterben, blühen die anderen auf und leben. Die Schrift fasst diese Wahrheit in die schlichten Worte. Sind Sie sicher? Ganz wie ein sicher. Gewand veraltert soll alles ich mich Fleisch. Noch mal schneuzen? Nein. Von Urzeit gilt die Satzung, du musst sterben. So wie am dicht belaubten Baum die grünen Blätter, wovon die einen er abwirft, die anderen erwachsen lässt, ist es auch mit dem Geschlecht von Fleisch und Blut. Das eine stirbt, das andere wird geboren. Von diesen Gedanken her, verehrte Freunde, wollen wir leben und wirken. Haben Sie sich wehgetan? Das geht schon. Was ist das denn? Sehen Sie das mal an? Bilder. Was erlauben Sie sich? Wollen Sie mir vielleicht erklären, was hier los ist? Ja, ein schwerer Trauerfall. Soeben hat Herr Thalmann seinen zweiten Sohn verloren. Aber so schlimm ist das auch wieder nicht. Der zweite ist nämlich der falsche. Was? Wie kommt sie denn darauf? Der Herr, der es eben so eilig hatte, beging nämlich einen kleinen, aber entscheidenden Fehler. Er ließ sich eine sternförmige Narbe ans linke Knie machen. Was bedeutet das? Der echte Sohn hat nämlich auch eine sternförmige Narbe am Knie. Ja, aber... Aber am rechten Knie. Und Sie können sich da nicht getäuscht haben? Ja, zuerst war ich auch nicht so ganz sicher. Aber da hat mir dann dieser nette Herr etwas geholfen. Darf ich bekannt machen, Herr Dr. Pfeiffer, Herr... Brauer. Herr Brauer. Und Sie behaupten also, dass der echte Sohn noch lebt? Michael Thalmann war seit 1943 als vermisst gemeldet. Anfang der 50er Jahre tauchte er bei seinem Vater in Zürich auf. Der Vater wollte natürlich, dass er in die neu gegründete Firma eintritt. Die beiden konnten sich nicht einigen und Michael Thalmann beschloss, seine eigenen Wege zu gehen. Und der Bruder des alten Herrn Thalmann erfuhr nichts davon? Er war damals noch in Deutschland. Erst als Michael nicht bereit war, im Unternehmen des Vaters zu arbeiten, holte dieser den Bruder und nahm ihn in die Firma. Den Sohn erklärte er weiterhin für vermisst. Das war ein Wunsch von Michael Thalmann. Bestanden denn in der Zwischenzeit Kontakte zwischen Vater und Sohn? Zunächst nicht. Erst in den letzten Jahren vor seinem Tode. Und woher haben Sie gewusst, dass der andere nicht der echte Sohn ist? Auf Drängen des Bruders, der endlich Klarheit wollte, wurde ein Mann engagiert, der Nachforschungen über den Verbleib des Sohnes anstellen sollte. Selbstverständlich bekam er alle Familienunterlagen, Fotos, Papiere und so weiter. So war es für ihn nicht schwer, selbst den Sohn zu spielen. Aber woher kannten Sie ihn denn? Herr Thalmann hat sich einmal hier mit ihm getroffen. Bei einer der Sitzungen. Er wollte, dass ich ihn kennenlerne. Dann plante der Bruder also, mit diesem Herrn an das Erbe heranzukommen. Wird wohl so gewesen sein. Ich kann es ihm nicht verdenken. So ein Testament ist so eine große Versuchung. Unmoralisch ist es, jemanden den Speck direkt vor die Nase zu hängen und gleichzeitig zu sagen, er soll mit dem Fressen noch 15 Jahre warten. Woher kennen Sie eigentlich das Testament? Woher? Der alte Herr hat es hier aufgesetzt. Hier in diesem Raum. Ach so. Hm. Sagen Sie, wenn Herr Thalmann doch wusste, dass sein Sohn noch am Leben ist, weshalb denn die Klausel mit den 15 Jahren? Vielleicht hat er damit gerechnet, dass der Sohn sich vielleicht noch mal anders überlegt und das Erbe doch noch annimmt.
wenn er es in seinem eigenen Beruf nicht zu etwas bringt, oder? Möglich. Ja. Seltsam. Ja, dann gehe ich jetzt. Sie wollen sicher arbeiten. Verkauft sich sowas eigentlich? Hin und wieder. So dass man davon leben kann. Man kann ruhig leben und weiterarbeiten. Alles andere ist unwichtig. Dann sollten Sie vielleicht dafür sorgen, dass auch andere in Ruhe leben und weiterarbeiten können. Was sollen Sie damit sagen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Thalmann. Ich heiße Brauer. Ja, ja. Sie gehen zum Notar Pfeiffer und sagen ihm, dass Sie der echte Sohn sind. Wenn Sie dann das Geld und die Anteile an den Fabriken nicht nehmen wollen, können Sie es ja immer noch verschenken. Oder mit Ihrem Onkel und der Familie teilen. Sie haben doch selber gesagt, es sei ein unmoralisches Testament. Woher wollen Sie wissen, dass ich... Ist doch gar nicht so schwer. Erstens haben Sie eine große Ähnlichkeit mit Ihrem Vater. Das habe ich schon an der Büste auf dem Friedhof gesehen. Und außerdem haben Sie die sternförmige Narbe wirklich am rechten Knie. Und nicht am linken, wie der falsche Sohn. Ja? Wo stecken Sie eigentlich? Seit Stunden versuche ich, Sie zu erreichen. Ja, war denn etwas Wichtiges? Sie haben Nerven. Der Notar Pfeiffer hat mich angerufen. Die Familie Thalmann ist betrogen worden. Dieser Sohn, das war ein Schwindler, ein Betrüger war das. Was Sie nicht sagen. Der letzte Wille des Verstorbenen, Johann Ulrich Thalmann. Ich, Johann Ulrich Thalmann, vermache mein gesamtes Vermögen, Haus und Grundbesitz, mit lebendem und totem Inventar, alles Bargeld, alle in Papieren angelegte Werte, sowie Mehrheitsanteile von 75% an den Unternehmen der Thalmann Chemie, meinem Sohn Michael, der seit dem Jahre 1943 als vermisst gilt. Da ich davon überzeugt bin, dass mein Sohn noch lebt, soll mein gesamtes Vermögen von meinem Notar, Herrn Dr. Harald Pfeiffer, treuhänderisch verwaltet werden, bis zum Tage der Rückkehr meines Sohnes. Jedoch nicht länger als 15 Jahre, gerechnet vom Tage meines Todes. Nach diesem Tag soll mein Vermögen übergehen auf die Nächsten in der Erbfolge. Zu gleichen Teilen an meinen Bruder Roland, meine Schwägerin Christine und meine Nichte Heidi.
Sollte vor Ablauf dieser Frist von 15 Jahren der Tod meines Sohnes Michael von offizieller Seite bewiesen oder bestätigt werden, so treten oben genannte unmittelbar mein Erbe an. Da ich jedoch weiß, dass es noch zu meinen Lebzeiten das Trachten der oben genannten war, meinen Sohn für tot erklären zu lassen, um dadurch in den Genuss des Erbes zu kommen, untersage ich oben genannten jedes Bestreben, eine solche Erklärung zu erwirken. Meine Beisetzung soll wie folgt vorgenommen werden. Das ist nicht mehr wichtig. Und jetzt, 6 Wochen nach dem Tod des Vaters, ist also plötzlich...